Hello again, meine lieben Damen und Herren. Ich hoffe doch, dass auch ein paar Damen ab und zu mal reinschauen, ne? Weil Fußball ist ja mittlerweile nicht nur Männersport, ne? Sondern auch die Frauen sind ja da auch sehr erfolgreich oder beziehungsweise nicht nur Zuschauer, sondern ne, auch der Damenfußball erfreut sich ja immer größerer Beliebtheit. Ne? Mittlerweile weiß man, dass ja da zum Beispiel der VfL Wolfsburg eine ganz große Nummer ist. Quasi das Bayern München der Frauen, wenn man so will, ne? Ist da ja der VfL Wolfsburg. Da könnten sich die Männer gerne was abschneiden. Aber wir sind hier jetzt bei den Männern in der dritten Bundesliga. Ja, genau. Und haben das Topspiel SV Meppen gegen Waldhof Mannheim. Das heißt, der fünfte gegen den sechsten. Beide trennen gerade mal 2 Pünktchen. Das würde heißen, es würde auf jeden Fall, also Meppen kann sich natürlich nur verbessern. Ne? Könnte natürlich noch weiter nach oben rutschen. Natürlich je nachdem, wie die Konkurrenz so spielt. Waldhof natürlich auch. Ne? Die wollen natürlich jetzt nach den letzten Spielen, wo sie hier und da mal ein paar Pünktchen liegen gelassen haben, wollen sie mal wieder anschließen, weil sie wissen auch, wenn sie jetzt den Anschluss verpassen, dann könnten sie vielleicht ins Mittelmaß abrutschen und das würde jetzt die eigentlich doch ganz gute Saison bisher dann etwas madig machen. Ist mir aber egal. Wir sind ja normalerweise neutral, aber gut. Nein, aber nee. Schauen wir mal. SV Meppen, für die läuft super, wenn man dran denkt. Das muss man sich auch mal geben, nochmal. Die sind momentan auf dem 5. Tabellenplatz. Normalerweise wären die letztes Jahr abgestiegen. Nur weil der KFC Uerdingen die Lizenz nicht gekriegt hat, ist der SV Meppen noch drin. Ne? Und jetzt seht ihr ja, ne? So verrückt ist diese Liga. Es ist der Wahnsinn. So. Kick hat's. Kick XXL gegen Sandat. Stimmt wieder so ein Sonnenstudio. Ja, wahrscheinlich. Man weiß es nicht, ne? Hatte ich die schon mal? Ich glaube ja, ne? Ja, ich hatte die auch schon. Ich werde wahrscheinlich. Ja, du hattest schon mit dem, das weiß ich ja. Genau, du hattest die mit dem. Ach Gott, ja, stimmt, der so guter Pasu. Oh, Fassbender, den müssen wir eigentlich, ne? Der Fassbender ist ein guter. Den hattest du schon gegen die Lautre, stimmt. Stimmt, das war der Tricksack. wo mich schon bei den Lautren geärgert hat. Also, ne? Ja, Freund ist ja nett gemeint. Ja, immer dazu sagen. So, das sieht aber gut aus. Das sieht gut aus. Übrigens so guter Paso, ehemaliger Lautrer, ne? Und jetzt, ne, ich dachte schon, der hätte schon seine Karriere aufgehört. Aber nix. Der war ja auch mal Bundesligaspieler und gar mal so schlecht, ne? Hatte ja auch ein paar. Wo hat er überall gespielt? Ich glaube, also St. Pauli mal auf jeden Fall, Lautern, ich weiß gar nicht, ob er mal in Frankfurt sogar gespielt hat oder Bochum, da bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr es nochmal wisst. Ein wunderschönes Fußballwetter haben wir hier in Meppen. An diesem schönen Sonntag. Oh, schön hochgestiegen, aber Le Beau. Ach. Ich hab schon gewundert, warum die da weggehen. Oh ja. Gut,
benässt worden, der Rasen. Du hast ja Ausreden. Oh. Ja, warum da der Torwart eigentlich nicht rauskommt bei so einer Reingabe, sehe ich auch nicht. Da ist er, der Fassbender. Ruder, ist ein Ruder. Schauspieler. Ah, auch ein Fass. Ja, der Fassbender ist auch ein guter. Der Michael Fassbender meinst du, ne? Der ja. Michael Fassbender. Oh, Scheiße. Oh! Oh. Oh. Aua! Aua! Ja. Hallo, ich hab blaues Trikot an. Das ist. Das oh. liegt. Weißt du Bescheid? Oh! Na! Das gibt's doch weiter. Den habe ich schon drin gesehen. Du. Oh, schön. Schön. Boah, einmal zu viel. Ach, das ist immer noch. Jetzt wird es so schlimm geworden, dass immer ein Bein dazwischen ist. Jetzt. Oh, fuck, da ist er. Du guter Pasu. Da zeigt es. Ich kann es immer noch. Zeigt. Es sieht auch immer noch aus wie, also, es wäre kein Tag gealtert. Jetzt machen wir hier einen auf Gandalf oder was? Schön Filmzitat aus Herr der Ringe. Ist das so? Ja, das ist so. Das hatte Gandalf zu Bilbo gesagt, genau in diesem Wortlaut. Zu Dildo. Oh, da ist es. Da wollte keiner hochsteigen. Ach, du liebes bisschen, was darf er denn? Das ist der Valderrama von Kolumbien, der frühere da. mit der Frisur. Ja. Unvergesslich das Panini-Sammelalbum mit Valderrama. Ja. Unbezahlbar, diese Hefte von früher, ne? Was für Frisur da drin war. Wie viele da Fukuhila auch getragen haben oder sowas, ne? An Fußballern. Ja. Ja. Altehrwürdig auch immer noch die Karte von Paul Breitner. Oh, guck, Alter! Das ist dann komplett frei. Boah, warum macht er denn das? Ja, gut, das ging ja immer gut. Oh! War abseits, nee. Da hätte man mehr draus machen können, ja. Müssen. Guck dir mal diese Lücken an. Halt hoch. Fassbender. Mensch! Assi! Hin mit dem Kopf. Weg damit. Ach. Oh. Dann den direkt wieder zu verlieren, ey. Ich krieg die Krise. Scheiße. Martinovic. Er flankt. Und da ist es. Oh Mann. Du liebst ein bisschen, der hat sich gerade die Hüfte ausgerenkt, der Torwart, oder? So wie das ausgesehen hat. Ach du Scheiße, ey. Na, bleibst du da dran? Na, oh, das ist doch nicht... Komm.
Tsukuta Basu. Weil gut, das ist ja sein Vorname, das ist ja nur sein Nachname. Sein Vorname ist Tsukuta Basu. 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 Ja. Oh, aua! Komm, das, ey, das war ja wohl ein Foul, oder was? Ja, sah ich genauso. Ja, für mich? Ja. Wow. Nix! Was ist denn das? Nix! Was machen die denn? Nix! Jetzt schieß doch das... Mach der daneben, Alter! Schieß doch! Gott, das hätte es doch sein können. Bei Kraken ist eigentlich auch festgelegt, dass ich wenigstens ein Match am Wochenende gewinne, gell? Ach so, okay. Ja. Weiß um Bescheid. Nein. Oh, der kommt gut. Oh, Alter. Oh. Raus! Geh doch! Was ist jetzt? Abseits oder was? Oder der Torwart hat mich ausgenockt mit seiner Faust. Oh jo! Boah. Alter, Verwalter. Was machen die denn? Was für Chancen brauchen die denn noch? Das wird bestraft am Ende. Oh, was wird bestraft? Oh, der war knapp. Schön geblockt. Ui, oh, guck mal, da wollen wir es mal schön machen hier. Ah! Ja. Ja. Ah! Ja. Jawohl, Torwart, super! Vom Fuß gecatcht. Oh. 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 Oh, das geht. Das ist geht. Oh, Marco Höger, mein lieber Mann. Da haben der war einen mystikal hier. Puh, 2-2. Oh. Mal gespannt, wie das wieder ausgeht, das Match. Alter Falter, aber Spannung. Richard, so heißt er, genau, Richard. Richard zu guter Paso. Spannend, sehr spannend. Aber echt, kann man nicht meckern. Es ist wirklich mal, ist wieder der Top-Spiel. Aber so war es ja auch schon die ganze Zeit an dem Wochenende. Die Matches waren ja alle immer sehr, sehr knapp. Auch vom Ausgang her. Mal gucken, wer sich letztendlich durchsetzt. Uiuiui. Ja, gut. Pass Bände ab. Renn um dein Leben. Renn. Wow. Oh. Oh, das hat wehgetan an der Handschuhe. Ja. Kennst du doch aus der Jugend, wenn man so Dinger mal mit der Hand gehalten hat. Dann nur noch am Ende schütteln war. Absolut.
Oh, was war? Ich hatte auch mal ein ganz dummes Erlebnis. Als Torwart beim Elfmeterschießen hat mir direkt einer in die Eier geschossen. Da bin ich auf den Boden gesackt. Das war auch nicht schön. Oh je. Ja, das ist brutal. Das ist echt brutal. Da war's das dann auch erstmal mit Torwart. Ganz ehrlich. Oh! Mensch! Glück gehabt. Ah. Das war scheiße. Oh! Warum passe ich? Wahnsinn. Blick, hast du das gesehen? Du musst den Möbner Torwart musst danach nominieren. Muss jetzt nicht unbedingt den Neuer jetzt ablösen, aber der ist ja Wahnsinn. Scheiße, ich hätte einfach. Oh. Na, weil es so weit vorne war. Gelb. Komm mal. Ja. Boah. Ist aber auch ein Gestocher hier, du. Oh, was ist das denn? Oh. Hey, mach doch auch was draus! Gelb. Das Spinning. Naja, das davor noch. Naja, schon, ja. Gibt's den Freistoß trotzdem? Oh, nee. Schade. Der Ball war angepeilt. Die Waden hat's getroffen. Na komm. Oh, Alter. Da ist schon einer komplett platt hier. Ist aber auch ein verrücktes Spiel, du. Nein, Mensch. Oh, ich hasse es. Ja, genau. Geht's da nicht? Ja! Oh, komm! Jetzt läuft hier wieder keiner mit, ey. Dann nehmen wir halt die Ecke. Alter, der Leuger ist komplett ausgepowert. Als wäre er schon 220 Minuten. Alter, Falter. Hat auch noch nicht gesehen. Boyamba, der Schnatterer. Geht. Der Schnatterer. Kommt. Ehemaliger Heidenheimer. Heidenheimer Urgewächs im Prinzip. Da sieht es ja auch gar nicht mal so schlecht aus, dass er vielleicht dieses Jahr mit dem Aufstieg mal klappen könnte. Zumindest mal mit der Relegation! Oh, Alter. Heftig. Alter, Mann, das gibt's doch nicht. Oh. Ey, Alter, dieses Spiel ist echt heftig. Oh, was? Ach, abseits, der hat mich festgehalten da. Ja. Alter, meine können aber auch nicht mehr, ja. Och nee, jetzt hat der da doch noch eine Ecke rausgeholt, oder? Ja. Nee, ich glaube nicht. Doch. Was?
Scheiße. Ja, oh! Siehst du? Genau das habe ich geahnt. Scheiße. Hendrik. Richard. Du guter Basu. Genau das habe ich geahnt. Deswegen. Boah. Ja gut, ja gut. Rot, ja. Ja gut, ja gut. Alter, der Dombrovska, der hat ja gar nichts mehr, gar nichts mehr, noch nicht mal rot. Die sind einfach nur noch komplett empty, ey. Vielleicht gibt's die ersten Warnkrämpfe. Alter, was ist Spiel? Ach du Gott. Alter, wie kann denn sowas da? Ja, genau. Was ist der? Ey, jetzt hört's aber auf hier. Geh doch raus, Mensch, Torwart. Also das ist doch, das ist genau die Scheiße. Genau die Scheiße. Das kann man doch keiner erzählen. Guck mal, wie der reinkommt. Der soll nochmal die Wiederholung zu achten. Da kommt doch ein normaler, kommt doch raus, weil er die Flugbahn doch sieht und so weiter. Ja. Und sieht doch direkt den Gegenspieler vor sich. Und er kann doch die Hände benutzen. Das ist doch, ne? Ja. Genau das, was wir ja schon die ganze Zeit schon sagen. Sehe ich genauso. Wo haben sie die Torhüter intelligenter gemacht? Ja, die haben sie komplett versaut. Die Torhüter. Boah, behindert euch auch nicht gegen sie. Was ist denn das? Schau mal, was gibt denn das jetzt? Behindern sich da alle gegenseitig, Alter. Was ist denn das, ey? Zuschießen, oh na, willst du schießen, oh na. Also ich, oh na. Also, nee, mach du. Nee, du, oh na. Ja, und dann daneben hauen, ja. Guter, das ist ein Guter, aber das ist, Oh, schöne Kontor. Geil. Also, wenn der reingeht, ist ja geil. Aber Torwart ist da. Jetzt aber, ja, jetzt kommt er mal raus, ne? Jetzt kommt er, weil ich irgendwie befohlen habe, dass er rauskommen soll, ne? Ah! Hör mal doch auf! Mensch, warum denn zu dem? Nichts mehr drin. Können wir mal. Ja. Obligatorisches 4-3 wieder. Ah, oh, ne, doch nicht. Ist ja doch, oh doch. Ah. Doch. Dann. Ja. Oh. So, liebe Zuschauer, wenn ihr auch gerne FIFA spielt, könnt ihr euch gerne bewerben als neuen Mitspieler bei FIFA 22. Nein, ja, ich hab Vertragsbruch begangen. Vertragsbruch begangen, richtig. Nein, alles gut. Alles gut. War ja wieder trotzdem schön. Es geht ja. Mir geht es gar nicht mal so um den Sieg. Mir geht es eher darum, dass wir ein schönes Spiel haben, unterhaltsames. Und ja, auch wenn wir natürlich wieder ordentlich geraged haben, war es hier und da doch ein schönes Spiel. Und ja, guck dir da dieser Hüftschwung. Also allein wieder so, alter Schwede.
Ja, naja. Schade, Meppen ist jetzt gegönnt, gerade wegen der fantastischen Leitung, Leistung von Fuguta Pasu. Da sehen wir es mal wieder. Guck mal da. Ja. Eieiei, wunderschön. Der alte Mann kann es halt immer noch. Ja, aber es sollte den Meppenern verwehrt sein. Und die Barackler feiern am Schluss. Ja, so ist es halt, ne? Aber egal. Das ist Bäckerei, oder? Was stehen da? Media? Ich konnte es jetzt nicht so schnell lesen. Sundat Bäckerei, nein, Spaß. Was ist Sundat? Schreibt es in die Kommentare. Oder Sundat. Ich weiß es nicht. Hausaufgabe bis nächste Woche. Ganz gerne in die Kommentare. Lieber Stabi, was tell me your thoughts. Ja, naja, viel gibt's nicht mehr hinzuzufügen. Hast du das gesehen? Der ist noch drüber und hat Stan erst fallen gelassen. Sauerei. Da wird man noch beschissen, ey. Ja, unentschieden wär in Ordnung gewesen, finde ich. Ja, finde ich auch. Ja, aber, naja. Aber Spannung war drin. Absolut, und darum geht es uns ja. Hauptsache, ihr hattet euren Spaß. Wenn es so ist, könnt ihr es gerne mal mit einem Like zeigen. Könnt auch was natürlich in die Kommentare schreiben. Fühlt euch auf Frühsprungwunsch frei. Und dann sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Dann gibt es auch wieder ein bisschen mehr. Bundesliga. Ein bisschen mehr Liga. Genau. Und bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao und bye, bye. Tschüss.